Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Einblick, der Fernsehsendung der Medienwerkstatt Linz. Ein abwechslungsreiches Programm mit Beiträgen regionaler Filmemacherinnen und Filmemacher wartet auf Sie. Den Inhalt dieser Sendung und weitere Informationen über uns finden Sie auch im Internet unter www.medienwerkstatt-linz.at. Wir wünschen Ihnen eine gute Unterhaltung. Helping Hands ist ein Sozialprojekt. Helping Hands unterscheidet sich vielleicht von anderen Sozialprojekten dadurch, dass wir unser Fachwissen einbringen können, die Mitarbeiter von Helping Hands, und zwar unser juristisches Fachwissen. Wir sind entweder ausgebildete Juristen oder Jus-Studenten, und uns eint das Bestreben und unser Interesse daran, anderen Menschen zu helfen. Wir wollen Betroffenen im Asylverfahren, aber auch außerhalb vom Asylverfahren eine Unterstützung bieten, eine rechtliche Unterstützung, weil wir aufgrund unserer Erfahrung in der Betreuungstätigkeit in Innsbruck für Helping Hands Tirol festgestellt haben, dass das Asylverfahren sehr undurchsichtig für die Betroffenen ist. Sie wissen nicht, worauf es ankommt, und sie werden auch anders behandelt von den Beamtinnen und Beamten, was sicher keine Absicht ist. Sie ist halt ihre Erfahrung und der Erfahrungsaustausch zwischen Betroffenen und uns ist wichtig. Insbesondere dann, wenn man mit den Betroffenen persönlich wird, weil jede Geschichte ist eine sehr persönliche Geschichte, muss man eine Vertrauensebene aufbauen. Dazu gehört es zuzuhören, dazu gehört es mitzudenken, mitzuüberlegen, wo das Verfahren akzentuiert werden sollte, in welche Richtung das Interview gehen könnte, und dann beim Interview anwesend sein, persönlich unterstützen, aber auch rechtlich unterstützen, indem man schaut, dass die Betroffenen ein faires Verfahren haben. Es ist eine tolle Gelegenheit für Studierende, Praxiserfahrungen im Rechtsgebiet Fremdenrecht und Asylrecht zu sammeln. Man kann aber auch sagen, dass es eine Win-Win-Situation ist. Auf der einen Seite, wie bereits erwähnt, bekommen Studierende Praxisbezug, also Praxiserfahrung, und Asyl- und Fremdenrecht wird als Lehrveranstaltung an der JKU nicht angeboten. Das ist wirklich eine tolle Gelegenheit. Auf der anderen Seite bekommen die Betroffenen kostenlose Rechtsberatung. Also, dass die Rechtsberatung natürlich kostenlos ist, ist natürlich super, weil sie sowieso finanzielle Unterstützung brauchen. Also das ist wirklich eine Win-Win-Situation. Wir werden zuerst mit den Workshops beginnen. Also die Themen sind Grundversorgung, Einvernahme schubhaft, Erstinterview, dann Zugang zum Arbeitsmarkt und Asylverfahren. Und dann werden wir mit der tatsächlichen Arbeit losstarten. Thank you.
Man muss sich ja auch mal die Frage stellen, was wollen die Betroffenen überhaupt in Österreich? Sie wollen eigentlich das, was jeder von uns möchte, die Existenz absichern. Die kommen meistens aus Ländern, wo sie bedroht worden sind, wo sie Folter unterworfen waren und man glaubt ihnen nicht. Man sieht sie nur als Ausländer hier in Österreich. Aber sie wollen nur ihre Existenz absichern. Sie sind mit ihren Kindern da oder haben ihre Kinder verlassen müssen. Jeder von den Betroffenen hat ein Schicksal, so wie wir auch nur. Wir haben das Glück, unsere Existenzen abgesichert zu haben, zumindest die meisten von uns. Und diejenigen Österreicherinnen und Österreicher, die es nicht haben, die bekommen ihre Unterstützung, weil Vaterstaat oder Mutterstaat für sie sorgt. Und was ist aber, wenn ich heute nicht mehr meine Existenz abgesichert hätte, wenn ich heute flüchten müsste, aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich mir auch wünschen, dass es Menschen gibt, die mir ihre Hand reichen und helfen. Also man kann die Asylwerber vorbereiten auf ihr Interview, indem man ihnen erklärt, wie ein solches Interview ablaufen wird, welche Person gegenüber sitzt, wie die Fragen gestellt werden, welche inhaltlichen Schwerpunkte die Befragung haben wird. Und man kann ihnen auch erklären, auf was es ankommt. Und hier kommt auch der Jurist ins Spiel, der kann sagen, welche Fragen müssen dann letztlich gelöst werden von der Behörde. Und hier kann man eine gewisse Hilfestellung leisten. Und nicht zu unterschätzen ist auch die Unterstützung, die man durch die bloße Anwesenheit den Betroffenen beim Interview gewährleistet. Sie wissen, es gibt jemanden, der an meiner Seite steht, der sich um mich kümmert, auch wenn er vielleicht nur daneben sitzt. Und auch für die Behörde ist es ein Zeichen, dass es jemanden gibt, der zumindest mit Aufmerksamkeit beim Interview dabei ist und allfällige Fehler oder Verfahrensfehler, die hier passieren können, vielleicht erkennt und das vielleicht aufgreifen wird in einem Rechtsmittel, was vielleicht indirekt zu einer höheren Qualität der Befragung führen kann. Insofern glaube ich, dass es sehr wichtig ist, bei diesen Interviews dabei zu sein. Und vor allem ist auch hier die Möglichkeit gegeben, dass letztlich auch die Entscheidungen bereits von der Behörde eine höhere Qualität haben, mehr der Wahrheit entsprechen, hier ein ordnungsgemäßes Verfahren durchgeführt wird und vielleicht können wir erreichen, dass bereits die Entscheidungen bei der Behörde in erster Instanz vermehrt zugunsten der Betroffenen ausgehen und vermehrt höhere Qualität haben. Was mich als Jus-Studentin sehr freut, ist, dass ich wirklich sehr viele Kolleginnen und Kollegen habe, die sich wirklich dafür interessieren und die sich wirklich engagieren möchten, obwohl sie zuvor noch nie mit diesem Rechtsgebiet, also Fremdenrecht oder Asylrecht, zu tun gehabt haben. Also das ist wirklich sehr erfreulich. Wir haben die Erfahrung gesammelt, dass Helping Hands sehr wichtig ist. Beispielsweise habe ich einen somalischen, damals Minderjährigen betreut, der erst beim zweiten Rechtsgang zu uns, zu Helping Hands, damals Tirol gekommen ist. Das bedeutet, er hatte bereits sein erstes Verfahren, er hatte schon seinen negativen Bescheid, dann ist dieser Bescheid bekämpft worden beim Verwaltungsgerichtshof und der Verwaltungsgerichtshof hat den ganzen Akt wieder zurück in erste Instanz verwiesen, weil es noch Sachverhaltselemente zum Feststellen gegeben hat. Den zweiten Rechtsweg habe dann ich betreut, habe mit Händen und Füßen für ihn gekämpft. Der Bescheid war dann wieder negativ von der ersten Instanz. Dann haben wir ein Rechtsmittel eingebracht und der Asylgerichtshof hat diese Entscheidung aufgehoben und positiv entschieden. Nur hat das Verfahren so lange gedauert, dass der Betroffene längst Österreich verlassen hat, obwohl er von Anfang an Asylberechtigter gewesen wäre. Und um solche Fälle zu vermeiden, möchten wir
gleich in der ersten Instanz schon einsteigen ins Verfahren, ein sauberes Verfahren haben. Uns ist es wichtig zu betonen, dass jeder Mensch einen Anspruch darauf hat, ein faires Verfahren zu haben. Und dazu ist Helping Hands da, für ein faires Verfahren zu sorgen. Wir hatten unsere Informationsveranstaltung im Juni, am 11. Juni gehabt, und es ist wirklich sehr erfreulich, dass wir mittlerweile schon über 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Social Media ist natürlich für uns besonders wichtig. Wir kommunizieren hauptsächlich über Facebook, wir haben eine Gruppe. Also heutzutage ist das natürlich üblich, dass verschiedene Organisationen, Vereine wirklich über Facebook kommunizieren, geschlossene, geheime Gruppen erstellen. Wir haben auch eine Facebook-Seite, wo wir unsere Fans quasi am Laufenden halten. Also da wir eine geschlossene Gruppe haben und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Mitglieder haben, können wir natürlich sehr schnell miteinander kommunizieren. Also wenn wir einen Fall bekommen, dann können sich auch Freiwillige wirklich sofort melden. Helping Hands Linz als Initiative steht nicht für sich allein. Wir brauchen natürlich Kooperationspartner, die uns unterstützen in unserer Tätigkeit, die uns helfen und vor allem auch, die uns mit den Flüchtlingen, mit den hilfsbedürftigen Flüchtlingen zusammenbringen. Zunächst möchte ich hervorheben den Verein Helping Hands in Wien. Dort ist der Diplom-Ingenieur Peter Mahold unser Ansprechpartner, der dort Obmann des Vereins ist. Und Helping Hands Wien macht genau das bereits, was wir in Linz planen, nämlich die Beratung und Betreuung von Flüchtlingen in verschiedenen Verfahren. Ein ganz wichtiger Partner für uns ist die Volkshilfe in Oberösterreich. Wir haben hier mehrere Ansprechpartner, zum einen den Magister Thomas Grüner. Und die Kooperation mit der Volkshilfe ist uns deswegen sehr wichtig und auch in gewisser Weise Voraussetzung für unsere Tätigkeit, weil das Projekt ist derzeit so geplant, dass wir Fälle von der Volkshilfe Oberösterreich bekommen. Die Volkshilfe macht zum Beispiel im Asylverfahren, machen die nur Beschwerden. Das ist ein kleiner Ausschnitt des gesamten Asylverfahrens. Und wie ich schon gesagt habe, sehr wichtig ist auch die Betreuung im erstinstanzlichen Asylverfahren, also bei den Interviews, die geführt werden. Dort ist die Volkshilfe derzeit nicht aktiv, weil dort kein Geld vom Bund zur Verfügung gestellt wird. Der Staat betreut einfach nicht das ganze Verfahren, das wäre zu teuer. Und bei Fällen, wo es um besonders hilfsbedürftige Fälle geht, wo die Menschen wirklich keine Mittel haben, sich einen Anwalt zu leisten und die gleichzeitig rechtlich schwierig sind, rechtlich komplex sind, wo die Volkshilfe feststellt, dass hier tatsächlich ein juristischer Betreuungsbedarf besteht, dass die Leute hier eigentlich eine Rechtsberatung bräuchten. In solchen Fällen könnte dann die Volkshilfe Oberösterreich sich an uns wenden und per E-Mail oder telefonisch, wie auch immer, und sagen, passt auf, wir haben hier einen Fall, der ist besonders schwierig rechtlich und der Mensch oder die Menschen, um die es hier geht, sind besonders schutzbedürftig und besonders hilfsbedürftig und hier wäre es sehr wichtig, dass hier eine rechtliche Betreuung besteht. Solche Fälle würde dann die Volkshilfe an Helping Hands weiterleiten und Helping Hands würde dann entscheiden in der Gruppe, erstens einmal, ob es Studenten gibt, die die zeitlichen Kapazitäten haben, diesen Fall zu betreuen. Das würden wir dann intern auf die Studenten aufteilen, je nach Interessensgebiet und nach Fortschritt im Studium und so weiter.
Und dann würden wir diesen Fall zusagen. Wir würden sagen, ja, wir übernehmen diesen Fall. Und dann findet ein Austausch mit der Volkshilfe statt. Die Volkshilfe wird uns natürlich mit Zustimmung des Betroffenen dann die betreffenden Akten übermitteln. Wir würden dann mit dem Betroffenen selbst einen Termin vereinbaren. Und geplant ist, dass die Studenten in Zweiergruppen, also immer zwei JUS-Studenten gemeinsam, einen Fall betreuen, sich mit dem Betroffenen treffen, den Betroffenen auf das Interview vorbereiten, vielleicht ein Rechtsmittel erheben. Und im Hintergrund sind die Deria und ich als Juristen, wir sind ausgebildete Juristen, und wir würden dann den Studenten rechtlich beiseite stehen. Einen Schriftsatz zu schreiben ist oft nicht sehr leicht, das braucht einiges an Recherche, man muss sehr viel Zeit hineinstecken, und wir könnten mit unserer Erfahrung dann den Studenten hier beratend beiseite stehen, dass wir zum Schluss als Teamwork, also eine Teamarbeit machen und letztlich eine gute Beratungsleistung vollbringen können. Sei es, dass ein Schriftsatz geschrieben wird, dann werden die Studenten den Schriftsatz entwerfen und wir Juristen werden drüber schauen und sagen, ja, das passt oder da müsste noch was verbessert werden. Geplant ist auch, dass wir uns immer wieder regelmäßig treffen, alle Mitarbeiter, dass wir über aktuelle Fälle diskutieren können, dass wir das im Team gemeinsam besprechen können, dass wir auch von unseren eigenen Fällen lernen können, dass wir wissen, wie man argumentiert, dass wir lernen zu recherchieren in die richtige Richtung und wie man am besten mit den Betroffenen umgeht. Also es soll ein richtiger Erfahrungsaustausch werden, ein Austausch, der dazu führen soll, dass letztlich die gesamte Gruppe an Wissen dazu gewinnt und ihr Wissen dann für zukünftige Rechtsberatungen einsetzen kann. Möchten auch Sie lernen, Radio und Fernsehen selber zu machen? Dann sind Sie bei uns richtig. Wir bieten laufend Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene an. Informieren Sie sich auf unserer Homepage www.medienwerkstatt-linz.at. Der Linzer Theaterclub präsentiert in der nun schon 54. Spielsaison Erich Kästner, die Schule der Diktatoren. Unter der bewährten Leitung von Erhard Ferchenbauer wird wie gewohnt Qualität und Aussagekraft gewürzt mit Witz und Ironie, einen Schuss Absurdität und knisternde Spannung geboten. Auf der Freiluftbühne im Rondell, eingebettet in die alten Gemäuer des Linzer Schlosses, stellt die Theatergruppe das allzeit aktuelle Thema über die lenkbaren Diktatoren und die wirklichen Machthaber dar. Unseres Staates sein schweres Amt auf Lebenszeit ausüben zu wollen. Wenn wir ihn bitten und bestürmen, so nur, weil ohne ihn Volk und Staat ohne Kopf und Hand wären. Sag ja! Präsident, sag ja! Der Staat bist du! Der Staat bist du! Manches haben wir im Lauf der Jahre durch die knappe, international verständliche Sprache der Taten erreicht. Die Freunde achten uns. Die Feinde fürchten uns. Wir haben unsere Grenzen ausgedehnt, nicht etwa, um unsere Macht zu beweisen,
Wirkliche Macht hält keine Manöver ab, sondern um abgesprengte Teile unseres Volkes heimzuholen. Im Land herrschen Ruhe und Einmütigkeit. Es bedurfte keiner Überredung. Das Volk wurde überzeugt. Noch gibt es vereinzelte Widersacher, Neinsager aus Profession und Verräter im fremden Sold und Auftrag. Aber sie hocken im Mauseloch der Angst. Ein Schritt, ein Satz genügt und sie sitzen in der Falle. Mauseloch oder Mausefalle. Die Leute haben die Wahl. Wie lange gibt es diesen Linzer Theaterclub schon? Wir haben heuer unsere 54. Saison. Gegründet 1960 von einigen Jugendlichen, die die Idee hatten, irgend für karitative Zwecke Geld zu sammeln. Und da kamen sie auf die Idee, Theater zu spielen und den Reinerlös eben für diese karitativen Zwecke zu spenden. Das ging so ungefähr 3 Jahre und da kam man drauf, dass beim Theater leider nicht sehr viel Geld zu holen ist, also die Ausgaben sind ziemlich hoch, man braucht Kulissen und alles Mögliche und es blieb eigentlich nicht recht viel für diese karitativen Zwecke übrig und genauso wie nichts mehr übrig geblieben ist, ist auch die Lust vergangen, weiterzumachen und dann sind nur mehr ungefähr eine Handvoll junger Spieler übrig geblieben und die wollten unbedingt weitermachen und die sind dann an mich herangetreten, ich soll da irgendwas in die Wege leiten und soll das übernehmen und weitermachen. Und ich habe mich dann also breit klopfen lassen sozusagen und habe dann 1964 also die Gruppe übernommen. Warum haben Sie diesmal das Stück Die Schule der Diktatoren von Erich Kästner für die heurige Spielsaison gewählt? Ja, ich finde, dass gerade dieses Stück, erstens ist es völlig unbekannt, also Erich Kästner kennt man von seinen Kinderbüchern, von diesen Filmen, die also verfilmt worden sind, aber man weiß meistens überhaupt nicht, dass der ein Theaterstück geschrieben hat für Erwachsene. Und vom Thema her passt es so gut in unsere Zeit, wenn man sich jetzt vergleicht, was in Ägypten los ist, was in der Ukraine los ist, diese ganzen Machtverhältnisse und wie da eben agiert wird, um die Macht zu erhalten. Also es gibt nichts Aktuelles als dieses Stück momentan. Belanglose Fleischwunde. Hier spricht der Präsident. Es ist anlässlich meines Geburtstags, meiner Ernennung, meiner Errettung, sowie im vollen Vertrauen auf die staatlichen Sicherungen amnestiere ich hiermit 1000 politische Gefangene. Die näheren Ausführungen wird der Justizminister bekannt geben. Schon gut, und geht dann raus. Eine Seele von Mensch, unser Herr Präsident. Die Güte selbst. Der Pastor hätten Sie werden sollen. Milde nach einem Attentat macht immer Eindruck. Danke für Ihre nachträgliche Belehrung. Stand die Amnestie im Manuskript? Das Attentat stand auch nicht auf Ihrem Tisch. Ich bin es nicht gewöhnt, dass man auf mich schießt, während ich auf Balkon stehe. Ich mache Ihnen nachher eine Injektion. Ja, mit Wundfieber ist nicht zu spaßen.
Sagen Sie, der wievielte Abklatsch unseres großen Staatsmannes bin ich überhaupt? Der dritte oder der vierte? Politik ist etwas Schönes. Immerhin. Im Gefängnis gab es Arbeit. Der Staat brauchte Soldaten und Soldaten brauchen Stiefel. Krempeln Sie einen Ärmel hoch. Er möchte, dass Sie ihm helfen. Aber warum denn? Das ist doch nur ein Kratzer, nichts weiter. Trotzdem, mein Bester. Sicher ist sicher. Alles vorbei. Sie wissen, dass Ihre rührende Improvisation vor eben einen schweren Verstoß gegen den von Ihnen beschworenen Gehorsam bedeutet? Der Moment war richtig. Und die Amnestie war richtig. Ziehen Sie ihm die Jacke an. Es macht sich besser. Sehr schön. Und Sie sollten sich nicht so aufregen. Da haben Sie's. Herzstiche. Atemnot. Das geht doch gleich wieder. Setzen Sie sich hin und halten Sie den Mund. Es ist gesünder. Ja, klar. War es Gift? Doktor! Muss ich sterben? Ja. Warum? Mörder. Ihr Mörder! Ungehorsam ist eine Krankheit, die hierzulande tödlich verläuft. Das lernt man schon in der Schule. Eine Krankheit, die immer seltener wird. Wir haben es eilig. Schreiben Sie. Pujeter, Datum. Das empörende Attentat auf den Staatschef ist zum Glück des Landes glimpflich abgelaufen. Wir können gehen. Und Sie bürgen dafür, dass sich der teure Entschlafene in Rauch und Wohlgefallen auflöst. Und dass niemand sein Erdwesen hat bemerkt. Niemand. Ja, es geht eben um die Erhaltung der Macht, um die Strukturen der Macht.
Und es wird da etwas hinter die Kulissen geblickt, wie eben diese Machtstrukturen in einem Staat aufgebaut sind, wie hier da diese ganzen Abläufe sind und wer dann wirklich die Macht hat. Die nämlich vorne stehen, die Präsidenten, und die sind die Marionetten der, die dahinter stehen, die wirklich die Macht dann ausüben. Das ist ganz egal, in welchem Staat. Kästner hat auch geschrieben, man soll ja nicht das irgendeinem Staat zuordnen, einer Zeit zuordnen, und an das haben mich uns gehalten, dass das wirklich, weil es ist allgemeingültig. Und im ersten Bild, der Präsident ist praktisch schon durch ein Attentat ums Leben gekommen, und dann werden immer wieder neue Präsidenten geschaffen. Also die sind dann eben in dieser Schule, werden geschult, die müssen gleich aussehen, müssen eben denselben Diktus haben und so weiter. Wenn wieder einer nicht funktioniert, kommt wieder der nächste. Und im neunten Bild dann sieht man dann ganz konkret, wer dann wirklich, wer im Hintergrund die Fäden zieht. Das ist die Auflösung des Stückes. Eigentlich ja. Und es ist, glaube ich, jetzt, wenn man sich so herum anschaut in den Staaten, wie ich zuerst genannt habe, funktioniert es ja ähnlich. Nicht? Und letztens gibt es Männer, die von einer Hure nichts weiter wünschen, als dass sie eine Hure ist. Das dürften die bequemsten sein, falls ich mich nicht irre. An deiner Auswahl ist was dran. Vergiss deine Zehen nicht. Lasst uns das Weiberfleisch polieren. Mit Rosenöl und Nagellack. Das staatlich angestellte Haremsfleisch mit Beamtencharakter und Pensionsberechtigung. Besonders hübsch. Störe ich Sie? Komm her und setz dich. Man hat mir Zimmer 6 gegeben. Es ist Ihnen doch recht. Es stand sowieso leer. Deine Vorgängerin gab vor 14 Tagen plötzlich ihren Geist auf, ohne bis dahin einen solchen besessen zu haben. Das war das Erstaunlichste an der Geschichte. Oh, woran starb sie denn? An einem zu kräftigen Händedruck. Ich wohne in 5 und hörte sie schreien. Dann brüllte ein Mann. Dann war's aus. Der Präsident hat eine Frau erwürgt? Eifersucht ist eine heimtückische Krankheit. Aber wie kann der Präsident auf eine von Ihnen, Verzeihung, ich meine eine von uns, eifersüchtig sein? Man weiß da draußen sehr gut Bescheid, wie es hier zugeht. Dass ein Belvedere einen Harem hat und fast täglich mit seinem gepanzerten Auto herauskommt. Deswegen bin ich ja hier. Deswegen? Darf ich Sie um etwas bitten? Wenn er das nächste Mal da ist, Sie beide kennen ihn ja ganz gut, könnten Sie ihm beibringen, dass im Zimmer 6 eine neue wohnt. Ein junges, hübsches Mädchen. Naja, jung ist nicht mehr ganz wahr, aber hübsch? Ja, das stimmt. Und warum hast du es so eilig? Ich muss ihn sprechen. Sprechen? Alles, was er will. Es kommt nicht mehr darauf an. Erzähl uns deine Geschichte. Wir schwärmen für Sittengemälde. Zuerst, wie heißt du? Stella. Mein Vater ist Senator. War Senator. Hör gut zu. Es gibt gar keinen Präsidenten. Was? Er ist längst mausetot. Tot? Der Präsident ist tot? Und wer hält die Reden? Wer setzt die Minister ab? Wer unterschreibt die Todesurteile? Wer weiht die Denkmäler ein? Und wer wird bei den Attentaten verwundet? Papageien im Gehrock. Aufgezogene Automaten. Ungefähr so groß und breit wie der Präsident, bevor er krepierte. Zurzeit regiert der dritte Hampelmann oder der vierte. Wir kennen sie auseinander. Den Gehrock behalten sie bei uns nicht an. Vierter, Sie humpeln! Haben Sie das bei mir gelernt? Es sind die Hühneraugen, Herr Professor. Lass dir doch von einem der Mädels ein Seifenbad machen.
Eigentlich hatte ich was anderes vor. Und unser Freund, der sich selbst zum Witwer gemacht hat, wieder auf Freiers Füßen, ohne Hühneraugen. Um ihre Erinnerung aufzufrischen, Zimmer 6 ist wieder belegt. Aber bitte Vorsicht beim Streicheln der Halsgegend. Sie wissen, dass er jetzt nicht an Weiber denkt. Ich habe ihn in den Park geschleppt. Er hat keinen Willen mehr. Ein höchst redabler Zustand. Dürfen wir uns verabschieden? Der Schlaf vor Mitternacht ist der gesündeste. Wie das liebe Vieh, nein, schlimmer. Fort mit euch und kommt mir pünktlich zum Unterricht. Animal Riedels, der Mensch, das lachende Tier. Wie weit sind Sie mit der Rede unseres hochverehrten Präsidenten zur Eröffnung der Exportmesse? Das Statistische Amt hat unseren zweiten Brief noch nicht beantwortet. Unseren zweiten? Die Außenhandelsbilanz war bestenfalls für die Märchenstunde in unserem Rundfunk geeignet, aber nicht für Fachleute aus anderen Ländern. Ich habe daher selbstverständlich in Ihrem Namen um glaubwürdigere Unterlagen gebeten. Übertreiben Sie Ihre Unentbehrlichkeit nicht, Nummer 7. Ich habe Ihren Besuch erwartet. Unser braver Schuhmacher ist also verstorben. An den Folgen einer leichtsinnigen Amnestieerklärung. Die ärztliche Kunst versagte. Mit sowas muss man immer rechnen. Sie können, wenn es Ihre kostbare Zeit erlaubt, dem Unterricht beiwohnen. Wir können? Ja, wir werden. Sie haben sich nur versprochen. Sie können. Ums Haar hätte gesagt, Sie dürfen. Vorsicht, man hört uns zu. Die Leute sehen aus, als seien sie lange nicht eingesperrt gewesen. Vollgefressen und unverschämt. Ein paar Lastwagen genügten. Einige Baracken, elektrisch geladener Stacheldraht, eine Latrine, ein paar Scheinwerfer, ein paar Maschinengewehre. Staatlich gelenkte Sterblichkeit. Die Herrschaften wissen wohl noch nicht, wie fidel es sich ohne Rückgrat leben lässt. Fuck! Aber es wird ihnen nicht gelingen, uns mit billigen Theatertricks abzulenken. Ja, so leicht zaubern sie uns die Wirklichkeit nicht aus dem Zylinder. Der Kriegsminister nahm an ihrer Formulierung Anstoß. Sie können, wenn es ihre kostbare Zeit zulässt. Ironie vertrage ich nicht. Verstanden? Geben Sie diesem Kasernenhof-Choleriker eine Beruhigungsspritze, aber keine zu starke Dosis. Kriegsminister möchte ich nicht auch noch züchten. Kommandieren Sie, wen Sie wollen, mich nicht. Diese Schule war mein Gedanke. Ohne Sie könnten Sie jetzt in Ihrer hübschen Uniform hinterm Schalter Briefmarken verkaufen. Wie lange hat eigentlich diese Vorbereitung gedauert, dieses Stück? Ja, die ersten Proben haben Mitte März begonnen. Also, und dann kann man sagen, zweimal in der Woche gibt es eine Probe abends, weil die meisten sind ja doch berufstätig. Und im letzten Monat, dann wenn die Bühnenproben beginnen, da herum am Schloss, dann haben wir dreimal in der Woche Probe. Also eine Menge Arbeit, die auf diese Leute zukommt? Ja, es ist am Anfang ist, wie gesagt, dann ist es noch sehr lustig und Ding, und nachher wird es immer mehr zur Arbeit und da geht es schon richtig zur Sache dran. Und die Hauptarbeit bleibt dann bei Ihnen? Ja, ich mache auch das Bühnenbild und nicht nur Regie und das Bühnenbild und die ganze Organisation. Und da hängt sich schon einiges an. Ich habe auch gesehen, dass dieses Stück doch einiges an Material benötigt, wie zum Beispiel Gewänder und Uniformen und alles. Wo bekommen Sie die her? Wir leihen uns die meistens, einen Teil haben wir selbst in unserem Fundus und einen Teil leihen uns von anderen Spielgruppen aus. Und einen Teil dann vom Kostümverleih, aber das, wenn es geht, von anderen Gruppen, weil das ist günstiger. Ne?
Haben Sie schon ein neues Stück für das nächste Jahr im Auge? Ja, ich bin gerade dabei, da verschieden mich einzulesen wieder, aber es konkret kann ich noch nichts sagen dazu. Es wird sicher wieder eine interessante Geschichte werden. Wie können Sie diese Aufführungen, die hier im Schloss stattgefunden haben, bewerten für die heurige Saison? Die Publikumsreaktionen waren sehr gut, muss ich sagen. Also ich habe einige Mails bekommen, also die mir geschrieben haben, Gratulation zur Stückwahl und vor allem, das gibt was zum Nachdenken. Es gibt was zum Nachdenken. Das heißt, das Publikum ist eigentlich ein sehr ausgewähltes, gutes Publikum, das diese Stücke auch sehen will. Ja, wir haben Stammpublikum. Ich habe heuer zufällig einen Mann da im Schlosspark getroffen, der hat mich angesprochen, hat gesagt, wissen Sie, ich komme jetzt schon das 24. Mal zu Ihnen. Seit Sie hier herum im Rondell spielen, komme ich jedes Jahr, weil mir Ihre Stücke so gut gefallen. Und vor allem hat er gesagt, er bewundert so die Bühnenkonzeptionen. Also ich kenne den Herrn gar nicht, also es ist eine wunderbare Geschichte, glaube ich. Seit wann sind Sie eigentlich da hier in dem Rondell? Seit 1990. Also das erste Stück haben wir nicht hier im Rondell gespielt, sondern unten am Kinderspielplatz, weil das hat geheißen, am Sand vom Helmut Kohr her. Und das spielt an einem Strand und da haben wir uns gleich da unten am Spielplatz, da im Sand haben wir das gemacht, haben wir ganz klein angefangen, mit Paletten haben wir eine kleine Tribüne gebaut. Und dann haben wir erst dieses Rondell entdeckt, dadurch, dass wir da unten gespielt haben, am Kinderspielplatz. Und so ist das Ganze entstanden, weil wir ja immer eine Spielstätte gesucht haben, weil wir ja keine eigene Bühne da immer gehabt haben. Wir haben jetzt ein Probenstudio, aber das haben wir ja erst kürzer. Mit welchen Schauspielern arbeiten Sie und wie viele Personen sind an diesem Stück eigentlich beteiligt? Es waren 24 Akteure und Akteurinnen am Werke und mit der Technik, mit allen rundherum waren ungefähr 30 Personen waren da involviert in diese Produktion. Es sind größtenteils Amateure, die immer aus Leidenschaft da dabei sind. Hin und wieder, auch voriges Jahr, waren auch einige Profis dabei. Wir sind so eine semi-professionelle Gruppe. Der Kommandeur der 8. Panzerdivision wartet auf Stichwort. Und nicht nur er. Der Hass kocht, der Kessel ist am Zerreißen. So steht's beim Heer, bei der Flotte und beim Fliegerkorps. Aber auch im Senat, an der Universität, in den Fabriken. Auch Brutalität braucht Methode. Wer die öffentliche Meinung unterdrückt, darf nie vergessen, dass die Unterdrückten mehr von ihr wissen als der Unterdrückte. Je rücksichtsloser er manipuliert, desto ahnungsloser wird er. Politische Trigonometrie. Dir zuliebe, poetischer formuliert, er tappt im Dunkeln, in einem Minenfeld, das er selbst gelegt hat. Wenn unser Streich trotzdem fehlschlägt. Je mehr sich die Macht zuspitzt, desto leichter lässt sie sich beseitigen. Man braucht nur die Spitze abzuholen. Das klingt sehr einfach. Es ist einfach, mein Lieber. Man will das ganze Land haben, Rätsel. Man muss die Hauptstadt erobern. Man will die Hauptstadt haben, Grätze. Man muss die Bahnhöfe, den Flugplatz, den Sender und die Haupthaus besetzen. Dazu genügt ein zuverlässiges Regiment. Mein Mann war eine Kanaille, weiß Gott. Aber er war ein Kerl. War? Bevor ihn sein Machthunger leer fraß. Es ist für einen Major der Militärakademie nicht uninteressant, eine derart anschauliche Meinung über unser verehrtes Staatsoberhaupt aus so berufenem Munde zu hören. Gib dir keine Mühe, mich zu erschrecken, mein Kleiner. Ich kenne dich. Der Instinkt der Frauen und die Landesretterwarte irren sich fast. Wenn ein Major nachts im Traume spricht, redet er die Wahrheit. Nicht einmal das ist sicher. Hierzulande lügt man sogar im Schlaf. Den Kriegsminister
liebst du jedenfalls noch weniger als mich. Sogar die Träume können uns den Kopf kosten. Der Staat ist überall. Er liegt auch als Dritter mit uns im Bett. Jetzt hat man sich im großen Palast versammelt. In einer Viertelstunde legt der Senat freiwillig seine Befugnisse in die Hände des Präsidenten zurück. Anschließend bedankt er sich für den kooperativen Selbstmord. Hoffentlich bitte hinterher nicht auf den Balkon auf. Sonst brauchen Sie in einer halben Stunde schon wieder einen neuen Präsidenten. Die wachsende Anzahl der missglückten Anschläge lehnt die Attentatsfreudigkeit. Achtung, Achtung! Es spricht der Tribun. Den Vorgeben an den Todeshaus! Mitglieder des bisherigen Kabinetts, die Gouverneure und der gesamte Senat wurden während der Nationalfeier von Einheiten der 8. Panzerdivision verhaftet. Das Urteil wird nicht die Rache sprechen, sondern die Klugheit. Man wird die Herrschaften an weichen Stricken aufhängen. Komm, mein Hühnchen! So, das hätten wir! Zuerst das Sattel. Nun, hat der Tribun etwa gemogelt? Eine Flasche Bier für Ihren Präsidenten. Das ist ein Wort. In diesem Lokal schließt nur einer die Tür auf und das bin ich. Olga! Wo ist Gustav? Auf dem Friedhof. Seit einem Jahr. Menschenskind, siehst bitte! Hallöchen! Prost! Wie ist meine Braut, Herr Präsident? Ab, du Matrose! Meine Braut war sie schon, als sie noch verheiratet war. Ich denke, du bist in Amerika bei der Eisenbahn. Auf der Ansichtskarte stand San Francisco, ist gar nicht weit. Ja, da stand drauf. Dabei wohnt mir um die Ecke. Aber trotzdem war sie ja weit weg. Ich bleibe jetzt hier. Und nicht ruhig inzwischen. Komm! Ein Hühnchen! Die Läden haben wieder geöffnet. Soll noch Brot und Milch holen. Du hast mich vorhin auf der Straße am Bart gezogen. Ich wollte wissen, ob er echt ist. Jetzt bist du an der Reihe. Halt still! Ich hab doch gar keinen Bart. Und das ist Ansichtssache. Aua! Komm, setz dich zu mir. Alles in Ordnung, Herr General? Danke. Ihre Angaben decken sich mit unseren Informationen. Aber wir sind nicht über alles informiert. Meine Kenntnisse stehen zur Verfügung. Es stört Sie hoffentlich nicht, dass ich Sie verachte. Ehrlich gesagt, nein. Ehrlich gesagt? Treue und Dummheit sind nicht dasselbe. Treue? Ich habe manchmal darüber nachgedacht, denn wer wäre gern ein schlechter Mensch? Dazu in den eigenen Augen. Ich diene dem, der die Macht hat. Das ist meine Pflicht. Seine Pflicht ist es, an der Macht zu bleiben. Büßt er sie ein? Ja, so bricht er die Treue. Und was halten Sie von dem Wort Charakter? Stammt aus den Lesebüchern. Für manches Unheil. Charakter ist ein feineres Wort für Sentimentalität. Hier der Stadtkommandant, es ist soweit. Aus diesem Saal erfolgt keine direkte Übertragung. Keine, verstanden? Sie machen nur Tonbandaufnahmen. Über deren öffentliche Verwendbarkeit entscheidet niemand außer mir. Die sechs Häftlinge sind hauptschuldig. Sie haben maßgeblich und nachweislich die Lebensdauer eines schändlichen Regimes mit allen Mitteln zu verlängern versucht. Ein von mir bestelltes Standgericht hat die Fälle geprüft und die Urteile gesprochen. Der neue Staatspräsident wird umgehend die Kabinettsliste und die Urteile verlesen. Niemals! Punkt Trupp, wir sind soweit. Liebe Landsleute, ich kam heute in diesen blutdurchtränkten Palast, um euch das Kabinett der Freiheit bekannt zu geben. Aus Leuten, die noch heute früh der Diktatur dienten. Aus Kreaturen mit auswechselbarem Charakter.
aus Lakaien der ihnen zugeschanzten Ämter. Das ist Verrat. Der Herr ist lebensmüde. Nimm mir es noch, dann steht man frei. Genug! Dieses Turmband wird auf der Stelle vernichtet. Und jetzt werde ich sprechen. Danke. Es hat ihn kein Schwein gehört. Doch, sie, die Predigt ging ins Leere. Wache! Da trifft uns aus heiterem Himmel eine schwarze Nachricht mitten ins Herz. Der Mann, dem wir den Sieg der gerechten Sache an erster Stelle zu verdanken haben, der Mann, den ihr als Tribun kanntet und der nun als Staatspräsident von hier aus zu euch sprechen sollte, dieser Mann wurde vor wenigen Minuten beim Betreten des Palastes hinterrücks erschossen. Donnerwetter! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Die Schüsse aus dem Hinterhalt trafen ihn und die Freiheit. Die feigen Mörder sind entkommen. Wir kennen die Kreise, wo wir sie zu suchen haben, und wir werden sie finden. Die Zwischenrufe werden auf dem Tonband sofort gelöscht. Anschließend erfolgt die öffentliche Sendung. Danach eine Minute Funkstille und dann der Trauermarsch. In aller Feindschaft hüten Sie sich vor guten Menschen. Keine Angst, es gibt nicht viele. Der Tribun war unser trojanisches Pferd, weiter nichts. Ein trojanischer Esel war er. Das sogenannte Gewissen ist ein empfindliches Handicap. Und eine Krankheit, die man zu Unrecht lange für unheilbar hielt. Die Urteile des Standgerichts. Ich begrüße inzwischen die ausländischen Diplomaten. Die Herren warten im Lesesaal auf ihre Befreiung. Es war zu gefährlich, sie während des Staatsstreiks in ihre Botschaften zu entlassen. Zu gefährlich für Sie und für uns. Wann wird meine Rede gesendet? Gut, danke. Sie wurde soeben gesendet. Jetzt herrscht Funkstille. Die Gedenkminute für den großen Tod. Dann folgt die Eroica. Warum?
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die 4E aus der Hack 1 Wels und führen heute eine Straßenbefragung zum Thema Klima durch. Angesichts des heurigen warmen Winters, wie glauben Sie, wird es in Zukunft mit dem Klima weitergehen? Wechselhaft. Ich glaube, das kommt darauf an. Jedes Jahr ist es anders. Ja. Es ist ja nicht das erste Mal so warm. Na, ich denke genauso, dass es einfach immer wärmer wird. So wie in den letzten Jahren, dass der Sommer zu heiß und der Winter zu mild ist. Ich glaube, dass das jetzt für dieses Jahr mal eine Ausnahme war. Ja, wenn die Industrienationen keine Abgasveränderung vornehmen, dann wird die Klimakatastrophe und die Umweltkatastrophen werden immer mehr werden. Ich war in Island oben und habe gesehen, wie diese großen Eisfelsblöcke kalben, also wie die runtergehen. Und ich fürchte heute, es ist wirklich ein ganz gewaltiger Umschwung, glaube ich. Was vermuten Sie, welche Folgen erwarten uns noch aufgrund des Winters? Naja, dass der Meeresspiegel ansteigen wird, ist irgendwie, glaube ich, wird nicht diskutiert mehr, sondern ist schon als Tatsache gegeben. Dass der Meeresspiegel steigt und die Gletscher schmelzen. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, auf unserer Homepage www.medienwerkstatt-linz.at finden Sie weitere Informationen über unsere Angebote, wie zum Beispiel Radio- und TV-Workshops. Wir sind nun am Ende unserer Sendung und bedanken uns fürs Zusehen.